So, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ortschaftsratssitzung. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Entschuldigt für die heutige Sitzung sind Frau Ortschaftsrätin Isele und Frau Ortschaftsrätin Die Flip Eppele. Die Frau Dr. Klingert wird sich etwa 10 Minuten verspäten. Ich rufe auf, wir steigen ein in die Tagesordnung, Tagesordnungspunkt 1, Jahresbericht des Schul- und Sportamtes zur Situation der Durlacher Schulen. Ich begrüße hierzu vom Schul- und Sportamt die Frau Bär. Sie haben alle den Bericht erhalten? Ist noch mal Vortrag gewünscht oder wollen wir gleich in die Fragerunde einsteigen? Können wir gleich in die Fragerunde einsteigen? Jawohl. Dann darf ich um Wortmeldungen bitten. Das ist nicht der, doch, Herr Pötsche. Frau Vorsitzende, ich bin jetzt ein bisschen gestresst. Ich muss mich erst mal sortieren, deswegen ein kleiner Pausenfüller. Herzlich willkommen alle. Hallo Frau Bär. Vielen Dank für den Bericht, den wir natürlich aufmerksam studiert haben. Unsere Fraktion hat im Vorfeld zur heutigen Sitzung bei den Durlacher Schulen mal eine Rundfrage gestartet, wo es denn so drückt oder was es denn für Fragen gibt. Und da kamen auch ein paar Meldungen zurück und ich würde da jetzt gerne kurz einiges notieren bzw. fragen. Und zwar kam von einigen Grundschulen die Frage, Moment, wo ist sie denn? Ja, genau. Es kam von einigen Grundschulen die Frage nach dem Betreuungsmodell oder die Betreuungsmodelle für die Durlacher Grundschulen, wenn 2026 der Rechtsanspruch auf ganztägliche Betreuung in Kraft tritt. Gibt es denn hierzu schon irgendwie Konzepte oder Aussagen? Es scheint so zu sein, dass bei den Grundschulen wohl noch nicht viel Information angekommen ist. Dann, ich führe es gerade mal weiter aus. Auf Nachfrage beim Markgrafengymnasium kamen 2 Fragen und das fanden wir dann auch ein bisschen irritierend oder überraschend gegenüber der Aussage, die Sie in Ihrem Bericht getroffen haben. Von Seiten des Markgrafens kam die Rückmeldung, dass man nicht so genau über den Stand der Planungen bezüglich Mensabau bzw. des Gebäudes gegenüber vom Schulhof informiert ist, auch nicht, wie die Planungen bezüglich Badnerstraße 9 aussehen. Da haben Sie ja geschrieben, dass die Schulleitung vollumfänglich informiert und eingebunden ist. Da hat uns dann die Rückmeldung etwas irritiert, ob Sie dazu auch was sagen können. Was uns natürlich sehr gefreut hat, ist, dass der Umbau des Hausmeisterhauses ja wohl dazu führen soll, dass dann, habe ich es richtig im Kopf, nach den Sommerferien 2025 dieses Gebäude in Betrieb genommen werden kann oder in Nutzung genommen wird. Das freut uns und dafür auch ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Ämter, die daran mitgearbeitet haben. Gleichzeitig hat das Markgrafengymnasium immer noch darauf hingewiesen, dass es immer noch diesen Raumfehlbedarf gibt, gerade speziell, wenn die Situation der Rettungswege, dieser Außenleiter kommt, dann fallen Schulräume im naturkundlichen Bereich weg. Auch da stellt sich die Schule die Frage, wie denn damit umgegangen werden kann. So, jetzt muss ich noch weiter gucken. Genau, und dann kam noch eine interessante Frage, das hat mich auch ein bisschen überrascht, oder eine Information. Da weiß ich jetzt gar nicht so richtig hundertprozentig, ob Sie das betrifft als Schul- und Sportamt oder später den Herrn Sternhagel vom Bäderamt, weil es tauchte die Frage auf von Seiten des Markgrafengymnasiums dahingehend, dass das Markgrafengymnasium wohl sehr viel Schulunterricht, Schwimmunterricht anbietet, was ja auch laut Bildungsplan vorgesehen ist, was sie auch als unbedingt notwendig ansehen, wenn man liest, dass Schüler, Jugendliche immer weniger schwimmen lernen können. Und das ist für die Schule wichtig, ist wie gesagt auch laut Bildungsplan vorgesehen. Jetzt ist es aber wohl so, dass eine Kostensteigerung für die Nutzung der Schwimmbadbahnen stattgefunden hat. Irgendwie von 30 auf 34, 35 Euro die Schulstunde. Das belastet natürlich wiederum den schulischen Etat ziemlich. Und ich habe mich bei der Gelegenheit gefragt, ich war ganz überrascht, dass Schulen für die Nutzung städtischer Hallenbäder
überhaupt was bezahlen müssen, weil bei Sporthallen, Weiherhofhalle, ist mir das überhaupt nicht bekannt, dass da Nutzungsgebühren anfallen. Da würde mich jetzt zum einen mal interessieren, warum ist es so? Warum ist diese Preissteigerung da? Und was macht jetzt so eine aktive Schule im Bereich vom Schwimmunterricht mit dieser Kostensteigerung versus ihres Budgets? Das waren jetzt mal die Rückmeldungen, die ich von den Schulen bekommen habe. Doch, eine habe ich noch. Von der Schlossschule kam die Information, wenn die Pavillons, also diese zweite Baustufe, eintritt und die Pavillons werden entfernt, fehlt denen Pausenraum. Da gibt es wohl eine Absprache mit HGW, dass dann dafür die Prinzessenstraße genutzt werden soll, als Ersatzfläche. Ist Ihnen das bekannt? Unterstützen Sie das? Wie ist denn da der Stand der Dinge? Und ansonsten hat es uns gefreut, dass die Schule am Turmberg, Frau Krämer ist auch hier, ein recht positives Feedback gegeben hat, dass viele bauliche Mängel doch abgestellt worden sind, dass der Zustand der Schule sich gebessert hat. Das freut uns natürlich auch, weil man da ja sieht, dass die Verwaltung auch arbeitet und die Situation der Schule sich verbessert. Andererseits ist auch da noch die Situation ein bisschen offen, wie es denn eigentlich mit Planungen für einen Neubau gibt, weil da wird ja jetzt wieder die Situation mit der Gewerbeschule in den Raum gestellt, dass da entsprechende Planungen laufen. Können Sie hierzu dann bitte noch was sagen? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bär. So, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und ich bin gerne bereit, auf die Fragen einzugehen und zwar in der Form, in der ich sie wirklich hier beantworten kann. Den Rest nehmen wir, so wie es auch die Frau Scheurer in den letzten Jahren gehandhabt hat, mit und würden es dann eben nachreichen. Ja, ich rolle es jetzt einfach mal von hinten auf, Herr Pötsche. Wir fangen mal an mit der Schule am Turmberg. Also das Thema wurde wieder aufgegriffen. Ich weiß, dass da HGW sich drum kümmert und auch Planungen angestoßen hat, aber den aktuellen Sachstand kenne ich jetzt hier und heute nicht. So. Schlossschule, das muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mitnehmen, weil das Thema ist mir persönlich jetzt nicht bekannt, dass da Pausenraum fehlt. Ich kann mir es aber schon gegebenenfalls vorstellen, dass da eine Lösung angedacht ist und dass die auch eben beleuchtet werden muss. Auch das würde ich gerne mitnehmen und dann zur Beantwortung eben in schriftlicher Form nachreichen. Markgrafengymnasium, Schwimmunterricht. Ja, ich muss zum Teil auf den Kollegen Sternagel verweisen, Bäderbetriebe. Die Kostensteigerungen, die kriegen wir auch mitgeteilt und teilen sie den Schulen entsprechend auch dann mit. Grundsätzlich ist es so, dass die Bahnenbelegung aus dem Schulbudget bezahlt wird, auch wenn eine Kostensteigerung vorliegt. Wir handhaben es in der Regel so, dass wenn durch diese Kostensteigerungen Lücken entstehen in den Schulbudgets, finden wir von der Verwaltung, also Schulverwaltung, Schulensportamt, immer noch Möglichkeiten, dann eben irgendwo nachzuschießen. Aber es ist grundsätzlich so, dass alle Schulen für die Bäder Benutzung bezahlen. Und ja, ich hoffe, dass der Herr Steinagel dann vielleicht noch nähere Dinge dazu sagen kann, wie es zu den Kostensteigerungen kommt und so weiter. Es ist auch so, dass die Schulen aber schon reduzierte Sätze bekommen der Bahnbelegungskosten. Das ist generell so. Dann weiter dann noch mit dem Markgrafengymnasium. Stand der Planungen. Im Dezember ist geplant, dass eine Machbarkeitsstudie seitens HGW vorgestellt wird und ich gehe zum heutigen Zeitpunkt davon aus, dass dann auch eben dort Lösungsmöglichkeiten für Mensabau, Badnerstraße und sonstiges eben vorgestellt werden und auch dann die Raumfehlbedarfe mit berücksichtigt werden. Also im Dezember ist eine Vorstellung Machbarkeitsstudie und ich weiß auch, jetzt muss ich gerade mal kurz nachlesen, ich weiß, da hatte ich nämlich mir noch was mitgenommen, dass dann geplant ist, auch später die Schulleitung im ersten Aufschlag jetzt innerhalb der Verwaltung und dann eben die Schulleitung wieder mit ins Boot zu nehmen. Also da tut sich im Moment akut was.
So, und dann grundsätzlich, Sie haben die Frage gestellt zu den Betreuungsmodellen der Durlacher Schulen. Ich kann eins vorwegnehmen. Wir werden in der nächsten Woche mit einer großen Informationsvorlage zum Projekt Schulkindbetreuung im Schulausschuss sein. Dort werden alle Schulen behandelt, also nicht nur die Durlacher, sondern eben alle. Und ich kann, wir haben uns so committed, ich kann jetzt heute hier inhaltlich nichts vorwegnehmen. Dafür bitte ich um Verständnis. Und es wird so sein, das hat unser Bürgermeister auch zugesagt, dass im Nachgang, nach dem Schulausschuss, dann eben auch entsprechend die Informationsverlage in den einzelnen Ortsteilen, also mit Ortsverwaltungen, eben auch hier im Stadtamt, auf die Tagesordnung kommen wird. Es ist eine Information der Schulen vorgesehen. Wenn es jetzt nach Plan läuft, in den nächsten Tagen, um das mal vorwegzunehmen, aber ich will auch den Kollegen, Kolleginnen jetzt hier inhaltlich nichts, kann ich auch nichts vorwegnehmen. Ja? Also die Schulen, die werden nicht links liegen gelassen, um das mal so zu sagen, sondern die werden also jetzt mitgenommen. Also bitte haben Sie Verständnis, dass ich den Inhalten der Informationsvorlage jetzt auch hier nicht vorgreifen werde und kann. Gut, vielen Dank. Herr Kerle. Ja, vielen Dank für den Bericht, der war sehr interessant. Trotzdem hätten wir noch 3 oder 4 Fragen. Und zwar, wie sind denn unsere Kleinschulen, also gerade die Turmbergschule, die Schule am Turmberg und unsere Bergwaldschule auf den Rechtsanspruch für den Ganztagesbetreuung vorbereitet? Wie sieht der eigentliche Bedarf aus, jetzt wo von G8 auf G9 umgestellt worden ist? Ist der Bedarf dann eigentlich noch so hoch, dass alles auf eine eventuelle Mensa umgebaut werden muss, also dass das vorgehalten wird? Dann letzter Stand war, glaube ich, September 24. Da hatten wir in Baden-Württemberg 550 freie Stellen bei Lehrkräften. Wie sieht es in Karlsruhe aus, beziehungsweise in Durlach? Wie viele Stellen haben wir denn da frei und unbesetzt? Und was wird aktuell unternommen, um die freien Stellen zu besetzen? Also Stand Juni 24 sind tatsächlich von 125 offene Stellen gerade mal 5 nachbesetzt worden. Und wie sieht es aus? Die letzte Information war, dass der Ganztagesanspruch, der ja ab dem Schuljahr 25/26 beginnt, soll jetzt erst ab den Erstklässlern für 26/27 beginnen. Ist das korrekt? Aber das war das letzte Schreiben, was, glaube ich, aus dem Kultusministerium kam. Gut, dann darf ich Ihnen die Fragen beantworten. Ah, jetzt ist es wieder an, es hat geblinkt. So, wir fangen mal auch wieder von hinten an. Der Rechtsanspruch war ganz ursprünglich mal für 25/26 vorgesehen, das war noch vor Corona und dann wurde es seitens des Kultusministeriums um ein Jahr verschoben, im Allgemeinen, also nicht nur bei uns in Karlsruhe, sondern allgemein. Da gab es auch entsprechend dann eben Informationen oder auch eben für die Kommunen. So, die Fragen zu Stellenbesetzungen der Lehrkräfte in Karlsruhe kann ich nicht beantworten, weil diese Geschichten in der Hand des staatlichen Schulamts liegen und auch des Regierungspräsidiums entsprechend bei Gymnasien. Die Fragen würde ich auch wie in der Vergangenheit wieder mitnehmen aus dem Protokoll und dann im Nachgang eben weiterleiten ans staatliche Schulamt und um Beantwortung bitten. So. G8, G9 war die Frage, da habe ich eine kleine Rückfrage. Sie haben gesagt, wie sieht der Bedarf aus, G8, G9? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, auf was Sie hinaus wollten. Ja gut, wahrscheinlich habe ich es auch ein bisschen komisch formuliert. Der Wechsel von G8 auf G9 heißt, ja, wir haben andere Stundenpläne, wir brauchen vielleicht nicht mehr so viel Nachmittagsunterricht, weil der Stoff wird wieder gestreckt. Dadurch könnte ja der Bedarf an einer Mensa zum Beispiel sinken oder man muss das Ding vielleicht nicht ganz so groß bauen. Gibt es da schon irgendwie
So inhaltlich zu Stundenplänen ist auch eine schulorganisatorische Sache, ist auch wieder auf Seiten der Schule, Schulorganisation, auch hier wieder Schule, Schulleitung, Regierungspräsidium, Stundentafeln, Stundenpläne von Seiten des Kultusministeriums. Da haben wir als Schulträger auch keinen Einfluss drauf. Ich kann es nur von meiner Seite jetzt sagen, ich bin ja in der Abteilung Schulen, die die Rahmenbedingungen schafft. Wir werden rechtzeitig auch mit den Gymnasien ins Gespräch gehen, wie die Bedarfe sind. Es ist jetzt im November die Vorstellung des Gesetzentwurfs im Landtag und dann letztendlich wird die Beschlussfassung im Anfang nächsten Jahres sein. Die Information ist auch so an die Kommune herangetragen vom Städtetag und dann muss man eben sehen, welche Möglichkeiten es da gibt, wie die Schulen agieren können, ob sie komplett G9 werden, ob sie G8 oder G9 werden oder ob sie beides anbieten können, wie auch immer, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, weil eben die Grundlage noch nicht geschaffen ist. Und wir werden auch mit den Schulen ins Gespräch gehen, um die Bedarfe, die es eben gibt, anzuschauen. Das werden sicherlich Bedarfe zum Teil räumlicher Art sein. Das wird so sein, weil es ist damals so gewesen, also der Übergang von G9 auf G8 sind vom Grundsatz her keine Räume rückgebaut worden oder sie sind gegebenenfalls umgenutzt worden, wie zum Beispiel in verschiedenen Gymnasien zum Bau einer Mensa. Ja. So, dann haben wir noch die Geschichte Bergwaldschule. Ich nehme an, das geht auch in die inhaltliche Geschichte. Wie sieht es aus mit Umsetzung des Rechtsanspruchs Ganztag? Auch da möchte ich darauf verweisen, dass wir eben nächste Woche die Informationsvorlage haben. Da sind dann auch eben die entsprechenden Informationen drin. Und ja, haben Sie bitte Verständnis, dass ich dem auch nicht vorgreifen kann, wie ich es vorhin schon zu den ersten Fragen gesagt habe. Vielen Dank, Frau Thormann. Ja, hallo. Guten Abend. Vielen Dank für Ihren Bericht. Ich hätte noch eine Frage im Bereich Digitalisierung. Ich meine, wir sind ja sehr erfreut, dass das jetzt in den Schulen so langsam ankommt. Jetzt ist nur folgende Situation. Der Digitalpakt des Bundes hat uns in die Länder, in die Kommunen iPads gegeben. Die iPads wurden den Lehrkräften zur Verfügung gestellt aus der Finanzierung des Digitalpakts. Und die Stadt Karlsruhe hat jetzt Folgendes gesagt. Sie stellt den Lehrkräften natürlich die Geräte zur Verfügung. Jetzt sollen die Lehrkräfte aber einen Vertrag mit der Stadt Karlsruhe abschließen und die Stadt Karlsruhe entbindet sich der Haftung. Also, will heißen, wenn wir als Lehrkräfte die iPads nutzen oder wenn Lehrkräfte iPads nutzen, ist die Haftung bei den Lehrkräften. Das hat für ziemlich Unmut gesorgt. Ich habe auch schon mal eine Anfrage an die Stadt Karlsruhe geschickt. Ja, ich hätte da schon gerne eine rechtliche Grundlage, wie das gehen kann. Denn wir als Beamte haben ja eine Amtshaftung. Das heißt, wir haften eigentlich nur bei Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ja. Also das würde ich gerne hier nochmal einbringen, wie wir da jetzt weiterverfahren können mit diesen Geräten. Es ist nämlich so, die Kolleginnen und Kollegen, wenn die das nicht wollen, ja, geben die das iPad zurück und es findet kein Unterricht mit, also digitalisiert statt. Frau Thormann, die Anfrage oder der Brief ist mir auch bekannt und er ist im Moment in der Prüfung bei uns in der Verwaltung. Das kann ich Ihnen sagen. Ich kann aber noch kein Ergebnis. Ich habe noch kein Ergebnis. Ja, an dieser Stelle. Grundsätzlich müssen wir unterscheiden zwischen den Lehrerendgeräten, die auf dem Digitalpakt herausgegangen sind und die auch, für die es auch keine im Moment aufgrund einer fehlenden Basis, auch von Bund und Land, keine, ja, nichts Neues gibt. Ja. Da ist es eben so, die sind jetzt da und können aber auch aufgrund dessen, weil es keine Finanzierung gibt, keine Finanzierungsmöglichkeit derzeit, zum Beispiel auch nicht neu beschafft werden. Das geht nicht. Das ist auch eine ganz klare Aussage, die war auch beim Oberbürgermeister Mentrup und hat gesagt, ja, wenn wir da keine Finanzierungsmöglichkeit haben, dann können wir das auch nicht tun, weil Lehrkräfte sind Bedienstete des Landes und für deren Ausstattung ist der Schulträger vom Grundsatz her nicht zuständig. Das ist so.
Der Schulträger ist zuständig, die Schulen auszustatten für den Unterricht. Für Lehr- und Lernmittel aber schon. Ja, es gibt weiterhin, jetzt müssen, ich sage, wir müssen unterscheiden. Es gibt auch Geräte in den Schulen, die für den Unterricht verwendet werden. Wie jetzt ein Notebook und Ähnliches, die im Klassenraum sind, die auch also Klassensätze an iPads, an Notebooks, die sind weiterhin in Gebrauch und die werden auch administriert. Also die Lehrkraft kann ihren Unterricht, den sie vor Ort macht, mit einem Gerät, was in der Schule ist, was im Klassenraum ist, was im Klassenraum zur Verfügung steht, durchführen. Ja, das mag sein, aber Sie werden verstehen, dass die Handhabung von iPads natürlich ein bisschen was anderes ist, ja, und die Lehrkräfte eigentlich einen großen Unmut deswegen haben, weil sie für diese Geräte nicht haften wollen und es eigentlich auch nicht in ihrer Zuständigkeit ist. Ja. Aber gut. Also wie gesagt, die Anfrage ist in Prüfung. Also ich kenne, es ist mir auch bekannt, es war auch auf meinem Tisch. Es ist in Prüfung und dann bitte ich Sie, dann das Ergebnis abzuwarten. Ja? Vielen Dank, Herr Dr. Nui. Ja, sehr geehrte Frau Ortsvorsteherin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für Ihren Bericht. Ja, wenn man den so aus der Vogelperspektive anschaut, ist es ja sehr beruhigend und erfreuend. Wir können ja, glaube ich, tatsächlich sagen, in Durlach, die Durlacher Schulen stehen ja ganz ordentlich da. Da muss man tatsächlich sagen, das sieht in anderen Stadtteilen ganz anders aus, wenn ich nach Krötzingen oder in die Südweststadt zum Beispiel schaue. Und auch das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass unsere Abteilung HGW hier in Durlach natürlich immer ganz schnell dabei ist und dann irgendwelche gefundenen Mängel gemeinsam mit Ihnen versucht abzustellen. Vielen Dank hierfür. Dann habe ich weiterhin festgestellt, auch erfreulich, dass Sie jetzt schon extra Paragraph zum Thema IT-moderne Schulen haben. Das ist ja ein Thema, was uns in den vergangenen Jahren auch schon immer umgetrieben hat. Es freut mich zu sehen, dass es langsam so mit der Glasfaser ein bisschen vorangeht. Ich bin immer skeptisch, wenn drin wird, voraussichtlich im ersten Quartal 25 und so weiter. Jetzt hoffen wir mal, dass es dann wirklich deutlich vorangeht. Ich habe eine Nachfrage auch zu dem Handlungsfeld IT. Also mich wundert es, dass Lehrkräfte mit dem iPad irgendwie nicht so ganz zurechtkommen, weil einfacher geht es eigentlich wirklich nicht. Aber okay, diese konkurrierenden Sachen zwischen den Zuständigkeiten Bund, Land, Kommune muss man nicht im Detail verstehen. Meine Frage, Thema digitaler Hausmeister, dieses Schlagwort. Es geht ja immer darum, wer macht denn den IT-Support für die Endgeräte, die jetzt ja dankenswerterweise beschafft worden sind. Das sollte ja nicht unbedingt der Mathe- oder Physiklehrer nebenbei in der Freizeit machen, sondern das wird ja professionell gemacht. Und da ist meine Frage, ich glaube, ein Teil dieses Supports ist outgesourced. Ist das noch immer so? Denkt man da auf eine Dauerlösung, dauerhaftes Outsourcen? Oder wie möchte man sich da im nächsten Jahr aufstellen? Vielen Dank. Kann ich gerne beantworten. Also Sie haben es dem Bericht vielleicht entnommen, dass wir eben gerade am Ende des Berichts steht ja drin, dass wir im Moment die Dienstleister-Variante haben und wir haben auch geschrieben, dass wir uns im Moment in einer Phase befinden, in der wir an einer Neukonzeption arbeiten. Wie diese letztendlich aussieht, kann ich zum heutigen Tag nicht sagen. Es könnte weiterhin eine Dienstleisterlösung sein oder auch gegebenenfalls eine stadtinterne Lösung, aber da ist noch alles offen, da sind wir im Doing. Digitale Hausmeister gibt es derzeit in den Schulen nicht. Ja. Die sind im derzeitigen Konzept nicht da und zusätzlich stehen auch der Verwaltung für solche Dinge im Moment keine personellen Ressourcen zur Verfügung. In einer Neukonzeption könnte sich sowas ändern, aber das kann ich hier und heute nicht beantworten, weil es eben das Konzept noch nicht gibt. Vielen Dank, Herr Dröndle. Vielen Dank, Frau Ortsvorsteherin. Frau Bettinger, recht herzlichen Dank für diesen fundierten Bericht. Ich bin über eine Zahl gestolpert, die auf den ersten Blick Freude auslesen könnte, auf den zweiten Blick beim weiteren Nachdenken, aber doch auch zum Nachdenken anregt. Wir haben eine Übergangsquote von der Grundschule aufs Gymnasium teilweise von 83% der Schülerinnen und Schüler. Ich frage jetzt dies vor dem Hintergrund, weil Sie ja auch vorausschauend planen, gleich meine Frage vor dem Hintergrund dessen, dass wir unser Sozialsystem, unsere Gastronomie, unseren Handel und unser Handwerk nur noch mühevoll aufrechterhalten können und ohne Zuzug ganz aufgeschmissen wären,
Bleiben diese Zahlen so? Gibt es da Prognosen? Werden die vielleicht noch höher? Weil gesellschaftlich gesehen, jeden Einzelnen mag das freuen, aber gesellschaftlich gesehen sind diese Zahlen kontraproduktiv. Ja, das ist eine Frage, die ich als Verwaltung nicht beantworten kann. Prognosezahlen sind die, die irgendwo im Raum stehen, die auch gegebenenfalls eben von Seiten des Landes kommen müssen, Kultusministerium oder sonstiges. Ganz klar, jeder hat seine einzelne Einschätzung, aber ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht beantworten. Die Übergangsquote ist hoch aufs Gymnasium, das ist richtig. Wie sich es letztendlich dann auswirkt, wenn jetzt G9 zum Tragen kommt, weil es ist ja angedacht, dann wieder wie früher eine Art, oder es wird eine Grundschulempfehlung geben, so ist es angedacht. Im Entwurf ist auch vorgesehen, dass verschiedene Faktoren eben erfüllt sein müssen, dass das Kind letztendlich aufs Gymnasium gehen kann. Früher, also ich vor vielen, vielen Jahren war es ja so, wenn man einen bestimmten Notendurchschnitt nicht hatte, konnte man nicht aufs Gymnasium, nur mit einer Aufnahmeprüfung. In diese Richtung gibt es da Überlegungen seitens des Kultusministeriums, aber wie sich das dann letztendlich auswirkt, die Übergangsquoten, das vermag, glaube ich, keiner zum heutigen Zeitpunkt zu beantworten. Vielen Dank, Frau Stolz. Ja, vielen Dank, Frau Ortsvorsteherin, auch vielen Dank von meiner Seite aus für diesen Bericht. Bis eben hatte ich noch 4 Fragen, jetzt sind es 3,5, weil mit Herrn Tröndle ein Teil zuvor gekommen ist. Die erste Frage wäre, Grundschule Bergwald, Schlossschule, Oberwaldschule haben keine IK-Klassen, Pesta mit 64 Schülern am meisten, Friedrichschule 13, Markgrafen 9. Und daran anschließend die Frage, wie verteilt sich das denn, also wie findet denn die Verteilung statt, wer entscheidet, welche Schule bekommt eine IK-Klasse, errichtet eine und wie wird die aufgefüllt, gibt es da schulintern auch Absprachen, gibt es da von Ihrer Seite aus irgendwelche Lenkungsmöglichkeiten, weil ich einfach mich frage, warum die Pesta zum Beispiel 64 Schüler hat und die Schlossschule zum Beispiel gar keine. Die zweite Frage betrifft die VBO-Klassen, die wurden natürlich im Zuge der Gewerbeschule erwähnt und da wird gesagt, dass mit weiteren Flüchtlingsschülern zu rechnen sei und beim Lesen des Berichtes kam mir dann sofort der Gedanke, naja, das betrifft ja nicht ausschließlich die Gewerbeschule, sondern auch sämtliche anderen Schularten. Und für mich impliziert der Bericht, dass die Gewerbeschule sich diesbezüglich auf die Zukunft gerichtet vorbereitet. Und da meine Frage, wie sieht das denn mit den anderen Schulen aus? Weil da ist ja selbiges zu erwarten. Die dritte Frage war auch Übertrittszahlen aufs Gymnasium. Da sticht die Schlossschule mit 83% heraus. Das wurde schon erwähnt. Mir ging es weniger um die Punkte, die Herr Tröndle angesprochen hat, sondern eher um die Differenz zu den anderen Grundschulen, bei denen die Zahlen ja anders sind. Pesta 57% und Bergwaldschule 64%. Gibt es da irgendwelche Erklärungsansätze, warum die Schlossschule da so heraussticht? Und die letzte Frage, die wurde uns von der Oberwaldschule noch mitgegeben, und zwar, welche Betreuungsmodelle sind denn für Durlacher Grundschulen, Entschuldigung, die hatten wir schon, jetzt bin ich durcheinander, sondern die betrifft Neubau. Wie sieht es da aus, wie ist da der Kenntnisstand? Vielen Dank. So, Frau Stolz, ich habe eine kleine Rückfrage. Sie haben sogenannte IK-Klassen erwähnt. Was habe ich darunter zu verstehen? Vielleicht haben wir da auch ein kleines Kommunikations- oder Missverständnis? Die internationalen Vorbereitungsklassen. Die VK, bei uns sind es, wir nennen VKL, die VKL-Klassen. Ja, ja, genau. Das gut, dann ist alles gut. Dann fangen wir an mit den VKL-Klassen. Also die Standorte für VKL-Klassen werden, ist auch Hoheit des staatlichen Schulamts. Ja. Die gucken, wo passen noch VKL-Klassen hin. Räumlicher Art und auch natürlich unterrichts- oder pädagogischer, inhaltlicher Art. Da sind wir als Schulträger höchstens dann gefragt, wenn es darum geht, gibt es noch in irgendeiner Schule einen Raum, dass wir eine Klasse einrichten können. Also die Bestimmung, wo eine VKL-Klasse hinkommt, ist in erster Linie beim staatlichen Schulamt.
Der zweite Schritt ist die Abstimmung eben entsprechend mit dem Schulträger, um entsprechende Klassenräume eben vorhalten zu können. Ähnliches gilt für die VABO-Klassen. Die VABO-Klassen, die Geflüchteten schlagen auf. Die VABO-Klassen sind ausschließlich in beruflichen Schulen, weil sie dort ja eben auch auf eine Berufsausbildung vorbereitet werden sollen. Also der sprachliche Hintergrund steht da an erster Stelle, sie fit zu machen für die deutsche Sprache und dann eben sie entsprechend ab einem gewissen Alter auch gegebenenfalls in eine Ausbildung bringen zu können oder dann auch vielleicht noch anderweitige Beschulung. Auch hier haben wir als Schulträger keinen Einfluss. Ja. Also eine VKL-Klassen wird es oder VABO-Klassen wird es nicht zum Beispiel an einer Realschule oder an einem Gymnasium geben. So. Die Differenz, warum es in der Schlossschule mehr Übergänge gibt als in anderen Schulen, kann ich Ihnen als Schulträger oder als Verwaltung auch nicht beantworten. Da müsste man gezielt eben nochmal vielleicht die Strukturen der Schule angucken. Das wäre auch eher in Richtung des staatlichen Schulamts zu lenken, die Klasse, die Frage. Ja. Zur Neubau-Oberwaldschule. Der Neubau-Oberwaldschule ist geplant, ist auch in einer bestimmten Leistungsphase beim HGW betrachtet worden. Es hängt derzeit einfach an den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln. Ja, vielen Dank. Ich habe dann keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann, Frau Bär, darf ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken. Bitte schön.